Wir bereiten jetzt eine Brennkammer mit einer Füllung aus Pellets vor, um den ganzen Prozess des Anzündens nochmal zu zeigen. Wie wir ja schon mehrfach besprochen haben, brennt das Material von oben nach unten durch und das zeigen wir jetzt mal. Genau. Ralf, willst du mal die Pellets einfüllen? Pellets. Das ist die Öffnung. Ja. Also wir wissen ja, dass die Pellets und eine Füllung 2 Kilo hat. Das haben wir schon ausgemessen. Wir haben das also hier mit einer Haushaltswaage schon gemacht. Und das ist jetzt eine super Füllung. Kann man hier sehen, also ich habe das hier bis zum Rand aufgefüllt ungefähr. Und das reicht. So, so und jetzt gibt es unterschiedliche Methoden, das Ganze anzuzünden. Eine ganz gute Variante, die wir bereits ausprobiert haben, ist, dass wir mit einer Wachskerze die Oberfläche beträufeln. Also da geht dann ungefähr so viel von der Kerze bei drauf. Das können wir ja mal eben machen und das eben oben drüber träufeln. So, kann man natürlich auch mit Unterstützung hier mit dem Benzinfeuerzeug machen, aber jetzt ist es einfach zu windig. Naja, soll ja spannend bleiben und ein bisschen Spaß machen, ne? Wäre ja auch alles. Jetzt ist nämlich schon das Zeug da runtergebracht. Ja, macht doch nichts. Also so lernt man alles, auch das Sturmfeuerzeug kennen, ne? Für die Tage, wo man gar nichts mehr hat, muss ja alles ein bisschen stilvoll zum Einsatz kommen, ne? Wozu kauft man sich so ein kleines Sturmfeuerzeug, wenn man das dann doch nicht benutzt? Weil ja Strom aus der Steckdose und Wasser aus dem Wasserhahn und Geld aus dem Geldautomat kommt, ne? So sieht's aus. Macht ja alles keinen Spaß. So, geht aber hier. Jo, klasse. Also das wäre eine Methode. Jo. Ja, die also, andere Methode ist, dass wir hier so wunderbaren Brennspiritus haben. Und wozu gibt es einen Deckel? Um die Menge abzufüllen, die man braucht. Um ein wenig. Der Deckel ist noch nicht mal ganz voll. Die Ladung zu entzünden. Da ist es. So, jetzt zünden wir das nochmal. Das ist ja auch ein geiles Ding, ne? Wupp und zack. Die Ladung brennt. Die Ladung brennt. Ja, das kann man jetzt leider nicht sehen, weil ja, schön warm ist es. Bioalkohol brennt ja ohne Flamme, ohne sichtbare Flamme. Es kommt ja erst, die Flamme kommt erst, wird erst sichtbar, wenn das Holz anfängt zu brennen. Gut, ja. Also Ladung erfolgreich gezündet mit Wachs und Bioalkohol. Eine halbe Kappe hat hier vollkommen ausgereicht, um das in Betrieb zu nehmen. Genau. Der Bioalkohol, der reicht eigentlich komplett aus. Man kann entweder einen Wachs nehmen oder einen Bioalkohol. Gut, also dann haben wir jetzt erstmal also es müssen nicht beides zusammen gezeigt, wie man das Ding zum Starten bringt. Ja.